Oh, da sind wir wieder. Und es waren sehr bewegende olympische, ich meine, Splatfest-Spiele. Das war ein sehr, sehr, sehr chaotisches Splatfest. Ja, könntest du jeden Tag essen? Brot, Reis oder Pasta? Also ich persönlich, ich könnte nichts von all den dreien wirklich jeden Tag essen. Das wäre ja zu langweilig. Aber, und zu einseitig, und ich weiß nicht, wäre es auch gesund oder ungesund, aber ist auch egal, auf jeden Fall. Das ist das Thema vom Splatfest gewesen. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr, wie es schon ausgegangen ist, und ihr wisst auch schon, wie alles war oder auch nicht war. Aber für all diejenigen, die vielleicht sagen, hä, Splatoon, was ist denn das eigentlich? Ich würde es auch gerne mal spielen. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt meinen Kanal gefunden, und der ist so ziemlich der chaotischste Gaming-Kanal, den es überhaupt gibt, weil es gibt viele Spiele, für die bin ich einfach viel zu doof oder viel zu ungeschickt, keine Ahnung. Aber Splatoon, das kann ich spielen. Also behaupte ich jedenfalls mal. Also jedenfalls, ja. Auf jeden Fall, die Splatfeste, das sind so die Höhepunkte bei Splatoon immer. Und ich erkläre jetzt nicht genau, was das Splatfest ist, weil jetzt für all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal reinschalten und sich gefragt haben, hey, was ist denn Splatoon eigentlich? Lasst euch einfach von den Bildern überzeugen, überraschen, verzaubern. Ja, ich rasche mit euch jetzt hier einfach mal so durch, was beim Splatfest war. Ja, die da hinten, die reden jetzt noch ein bisschen, das sind die Nachrichtensprecher. Wir wissen ja jetzt das Thema, nämlich was könntest du jeden Tag essen? Brot, Reis oder Pasta. Und wir schalten jetzt rüber auf den Splatville Inkopolis Platz. Ist das Inkopolis was? Ach, egal. Bis gleich. So, da bin ich auf dem Inkopolis Platz. Inkopolis Platz. Nee, nicht Inkopolis Platz. Das Splatville. An den Bildschirmen. Nebendran ist ja auch der Laden. So, Brot, Reis oder Pasta. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir gefallen alle drei Farben irgendwie nicht. Ich hätte gern wieder was Blaues. Aber grün wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ich esse auch gerne Pasta. Ich esse auch gerne Brot oder Reis. Ich nehme Pasta. Alles Pasta, jawohl. Und auch gleich das Blatt-Shirt anlegen, weil man bekommt dann auch ein T-Shirt, ein entsprechendes. Das ist hier, wenn man dann anpassen klickt. Und dann hat man das. Und oh, das sieht doch richtig nett aus, oder? Ja. Die Gummistiefel lasse ich an, weil jeder, der mich noch nicht kennt, sollte wissen: Gummistiefel und Kipp. Das ist, also Kipp ohne Gummistiefel, das ist wie Pommes ohne Mayo, das ist wie New York ohne Manhattan oder oh, ein Schnitzel ohne Kroketten. So, und mir gefallen die Stiefel auch richtig gut, immer noch. Die habe ich ja bei jemandem bestellt, nicht erspielt, und das war auch nicht im Shop drin. Habe ich ja mal erklärt, wie das geht, dass man auch bei den Leuten hier, die da so rumstehen, und wenn man die dann sieht und sagt so, oh, du hast aber ein tolles Outfit, dann kann man da Outfits bestellen. Zum Beispiel hier bei Hamna. Diese Handschuhe, diese Goofy-Handschuhe, die wären schon nice, aber man kann sie nicht bestellen. Es gibt nämlich auch Sachen, die sind nicht bestellbar. Keine Ahnung. Zum Beispiel, was man bei der Bär GmbH sich erspielen muss, beim Salmon Run, das kann man bei anderen nicht bestellen. So, dann werde ich mal anfangen zu spielen. Ja, das mache ich eben besonders gerne, diesen Sprinkler. Ich habe übrigens eine neue Waffe, mit der ich richtig gut zurechtkomme. Das ist dieser Wandschwapper. Der blubbert richtig, richtig weit. Also man kann Tintenblubberblasen schießen. Und gut, dieser Sprenkler als Sekundärwaffe ist jetzt so ein bisschen, ja, ich würde da gerne lieber irgendeine Bombe oder was werfen, damit man da Gegner schneller wegsplatten kann. Dieser Sprenkler, den haue ich immer dann dahin an Stellen, wo man nicht gut hinkommt. Zum Beispiel auf der Manta Maria, das ist ein Schiff, da ist so ein Beiboot, Rettungsboot, wo man ganz schlecht hochkommt, und da schmeiße ich den Sprenkler immer rein, und das sind ja, Punkte, die man nicht verschenken muss. So, oh, Lieblingsfarbe, natürlich blau. Das ist übrigens jetzt noch die Trainingsphase. Das Splatfest hat zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht stattgefunden. Und einer meiner Lieblings-Ulti-Waffen, der Tintenregen. Oh, diese Wolke.
war in der Animation in Splatoon 2, finde ich, besser animiert, die Wolke, als jetzt hier bei Splatoon 3. So, weggewischt, aber dich habe ich auch noch erwischt. Wie schon, ja. Ah, hier ist noch nichts gesplattet, ja. Ihr seht, es gibt auch Flächen, die kann man nicht einsplatten, warum auch immer. Die sind dann tintenabweisend. Und ich hab auch gehört, dass es Leute gibt oder gab, die haben die Wände eingefärbt, weil die sich so gut einfärben ließen. Aber auch Wände lassen sich zwar einfärben, geben aber keine Punkte, was ich ein bisschen verwirrend finde. Oh, da ist dieser Ultrastempel. Oh, dieser Ultrastempel. Ich bin immer ganz stolz drauf, wenn ich so einen Ultrastempler wegsplitten kann, weil die sind echt übel. Also optisch gesehen, absolut nicht meine Lieblings-Ulti-Waffe. Also finde ich schrecklich optisch und auch vom Handle her. Also ich habe ja bei Splatoon 2 hauptsächlich auch Waffen ausprobiert, wo ich gesagt habe, nee, die würde ich niemals mitnehmen. Soll ich ein bisschen den Ton lauter machen? Keine Ahnung. Ihr mögt es doch, das Blatt, dieses Blatt. Und ich bin mit diesem Stempel bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und ich sage immer so, wenn man mit etwas nicht klarkommt, dann soll man es besser bleiben lassen. So, die letzte Minute läuft. Ich komme ja mit diesem Schwabberich gut. So, weggesplattet. Aber es läuft richtig gut. Es läuft richtig gut. Ja. Die letzte Minute läuft. Sie läuft weg. Ja, voll erwischt. Das ist auch so ein neues Dings, das Splatoon 2. Voll erwischt bedeutet, wenn, glaube ich, das ganze Team weggesplattet wurde. Ich rede so, wie wenn Splatoon 3 jetzt mega neu wäre, aber es ist auch nicht mehr so neu. Wie lange gibt es schon Splatoon 3? 2 Jahre? Ich weiß gar nicht mehr richtig. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch neu. Und aber gleichzeitig das Gefühl, ich spiele es schon ewig lang. Wie wenn es Splatoon 2 nie gegeben hätte und Splatoon 1 irgendwie irgendwann in der Dinosaurierzeit mal rausgekommen ist. So. Ja, letzte Minute, letzte Sekunden. Und das sieht doch gut aus. Ja, wo ist meine Win? Wo ist meine Keep-Win-Animation? Die ist weg. Es ist egal. Also auf jeden Fall, Bäm, Glückwunsch, Lieblingspose, alles richtig gemacht. So, ich melde mich zurück. Einer meiner überhaupt nicht Lieblingsfarben ist hier gerade am Start. Ich mag ja dieses, wenn es so, ich weiß nicht, nach Erbsenpüree irgendwas aussieht. Das sieht so, oh, das ist so gar keine schöne Farbe. Ich mag ja lieber die kräftigen Farben, aber das mag ich auch nicht. Oh, jetzt melde ich mich wieder ins Blättwild zurück, aus Blättwild zurück. Das Blättfest hat schon angefangen, wie man sieht. Und ich mache hier gerade mal ein paar schicke Fotos, weil Splatfest ist schon was Besonderes und es gibt von jedem Splatfest, wo ich mache oder gemacht, bisher mitgemacht habe. Ich habe bei allen Splatfesten bisher mitgemacht. Warum kann ich da nicht hochspringen? Jetzt. Und mein Lieblingsplatz ist natürlich auch wieder belegt. Toll. Habe ich Fotos gemacht, wie man die Fotos macht. Das habe ich auch mal erklärt. Siehe planlos in Splatville. Oder wie das gerühmt. Was ist denn das für ein Helm? Oh, das sieht aber cool aus. Aber den bestelle ich jetzt nicht. Habe ich auch schon immer Fotos gemacht und die Fotos landen seit neuestem bei mir auf Facebook, nicht mehr auf Twitter, weil erstens Twitter gibt es nicht mehr. Zweitens auch X, ja, Satz mit X vom Wix, Elon Musk. Der hat jetzt auch die Nintendo Switch-Anbindung abgestellt. Das bedeutet, jetzt muss ich eben Fotos auf Facebook teilen, was den Nachteil hat. Dass ich, naja, was ist der Nachteil? Der Vorteil auf Twitter war natürlich, man hat jeden Twitter-Account angeben können. Und ich habe es auf dem Kip Supernova Twitter-Account, wenn dann, oh, die Farben leuchten so schön. Das sieht radioaktiv aus. Alienschleim. Und immer wenn dann Splatfest ist oder war, habe ich dann auf Twitter immer den Hashtag Splatfest und so weiter. Und die Bilder da dann teilen. Und das war schon immer richtig toll.
auf dem Keep Supernova Account bei Twitter, aber bei Facebook geht das nur mit dem wirklich persönlichen privaten Account. Also man kann keine Facebook-Seite angeben. Ich habe ja eine Keep Split-Seite damals angelegt auf Facebook, extra für Splatoon-Sachen. Geht nicht. Das heißt, ich werde die, die Fotos. Das ist ja ein toller Start in Splatfest. Splatsch. Ich werde die Fotos von den Screenshots auf Facebook dann, dass ich sie eben runterladen kann und dann für Thumbnails und so weiter. Habe auch schon x-mal angekündigt, ich werde für Instagram, werde ich dann da die schönsten Szenen, zum Beispiel das hier, dann teilen. Ich weiß es noch nicht. Ich würde gerne für Splatoon wirklich etwas Separates anlegen, dass sich das nicht mit meinen übrigen Science-Fiction-Sachen vermischt. Ja, mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ja auch mal, das habe ich auch noch niemandem erzählt, das weiß keiner. Ich hatte ja auch mal den Plan gehabt, einen extra YouTube-Kanal für Splatoon anzulegen. Ich weiß nicht. Also, das hier, das ist eben der Haupt-Gaming-Kanal. Ich habe noch einen zweiten Kanal, Keeps Laboratory. Da war ursprünglich geplant, dass da nur Livestreams sind. Es liegt aber nicht an meiner Motivation, es liegt einfach an der Zeit. Ich habe einfach nicht genug Zeit, das alles so zu stemmen. Jetzt habe ich gedacht, Keeps Laboratory kommen eben lange Gaming-Videos, also so Roleplay, Story-Games oder sowas, wo eben nicht dann so viel los ist. Und das hier, also dieser Kanal hier jetzt gerade, ist eben der Hauptkanal mit den zwei großen Themen Splatoon und eben Science-Fiction. Yeah, weil Splatoon ist ja eigentlich weitestgehend auch Science-Fiction. So, schreibt mir mal in die Kommentare, was für eine Bewandtnis hat es mit diesem Feuerwerkskrachern. Ich habe schon festgestellt, man hat dann mehrere von denen, wenn man mindestens zwei Gegner wegsplattet. Die bringen irgendwie kaum irgendetwas. Also wenn man sie jetzt nicht wirklich einem Gegner direkt in its face reinballert, dann verpuffen die einfach nur. Das ist ein toller Effekt. Ja, das ist ein toller Effekt. Ich glaube, das soll die Wandelzone irgendwie ablösen. Habe ich den Eindruck, dass das Splatfest nochmal so was Besonderes hat. Vom Einfärbcharakter ist jetzt auch, Effekt ist jetzt auch nicht so viel. Das ist eine nette Sache. Also mir gefällt es schon recht gut. Aber ja, also die Wandelzonen haben mir schon besser gefallen. Wobei ich muss sagen, ich habe bei diesem Splatfest jetzt eine Map gehabt, die hatte so Wandelzonen-Funktion. Aber vielleicht war das auch ein Zufall, es war eine normale Web, wo auch diese Funktion hat. Weil so richtige Wandelzonen, das sind ja Maps, die dann nie mehr im normalen Spiel aufgetaucht sind und eine ganz besondere Funktion hatten. Die vermisse ich eben schon. So, das war's. Das war offiziell der erste. Oh, ja. Yes. Das sieht doch gut aus. Und die Animation war viel zu groß. Die war ja bildschirmfüllend. Das wollte ich gar nicht. Das muss ich schleunigst ändern. Ich melde mich gleich wieder zurück. Bitte bleiben Sie dran. So, da sind wir auch schon wieder. Ich stelle mich ja recht gern unter die Sprengler-Dusche. Es ist schon erstaunlich in dieser Lobby, wo man die überall anbringen kann. Also auch auf diesem Bildschirm da oben oder über den Krabben laden oder was das ist. Das ist schon schön. Oder auch diese Dummies da, damit dann zu ärgern. So, Kampf beginnt. Ich weiß nicht, ob das ein spannender Kampf war. Keine Ahnung. Wir gucken mal rein. Ein Zehnkampf sogar. Jawohl. Also, hey. Also, das ist wirklich auch noch Teamsiege in Folge und so weiter. Oh je, gegen Reis. Reis, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber eine langweilige Farbe. Das war damals auch mit dem Thema Ketchup Mayo, wo es noch zwei Farben und zwei Teams zur Auswahl gab. Wo es zwei Farben zur Auswahl gab im Splatfest. Da war schon Ketchup gegen Mayo oder ich glaube Eigelb und Eiweiß. Also das ist irgendwie... Es tut mir leid. Nee.
Ich habe keine Ahnung, warum Reis so überragend gewählt wurde, weil Reis, glaube ich, war das Größte. Also da haben sich die meisten dafür entschieden. Es ist einfach, lag es vielleicht tatsächlich daran, Nutella erledigt. Ja, Nutella ist erledigt. Es ist auch nicht gerade gesund, Nutella. Ich denke, also meine Theorie ist, warum Reis so überragend gewählt wurde. Es ist eben weltweit und Splatoon ist ja ein Spiel aus Japan und Reis, das ist ja im asiatischen Raum, das ist ja so wie bei uns das Brot oder ne? Also das sind so die Grundnahrungsmittel überhaupt, wo in diesem Splatfest thematisiert wurde. Also Brot ist eher so bei uns, so im europäischen Raum oder in Germany und Nudeln eher so im ja, so im, ja, wobei Nudeln sind ursprünglich auch aus Asien, nicht aus Italien, aber ist eher so im mediterranen Raum, glaube ich, letztendlich, und Reis ist eben im asiatischen Raum das Mega-Grundnahrungsmittel, und ich glaube, die meisten Spieler auf den Splatoon-Servern sind eben aus Japan, beziehungsweise aus dem asiatischen Raum, und deswegen wurde das auch so überragend gewählt. Ich, wie gesagt, habe mich für Pasta entschieden wegen der Farbe. Brot wäre auch nicht schlecht gewesen für die Farbe, aber hier Reis, also diese Farbe, das geht ja gar nicht. Also es ist, boah, also es gefällt mir. Es gefällt mir als, ja, von hinten, toll, Dankeschön. Alpha, Omega. Nee, also sorry. Tut mir leid. Das war... Also, ich weiß nicht, kennt jemand noch dieses berühmte Getränk, tut mir gut? Und für alle, die eine Diät machen, tut mir leid. Ach ja, unser Team ist in Gefahr, das ist schön. Da werden ständig Leute weggesplattet. Und das, diese Waffe, das ist auch mega übel. Manche Ulti-Waffen sind echt Albtraum, also so, letzten Sekunden, kann ich meinen Regen noch bitte? Ja, es regnet noch. Hauptsache, ich hab's regnen lassen. Hauptsache, die 1000 Punkte. Das ist ja das Ziel. Ihr wisst ja, Kip hat neue Ziele, nämlich nicht mehr ständig zu gewinnen. Wobei gewinnen ja auch nicht gerade so schlecht wäre. Aber 1000 Punkte. Für die 1000 Punkte gibt es das hier. So. Was ich wirklich, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, was ich wirklich doof finde, also was ich wirklich blöd finde, ist, dass man immer das Gewinnerteam jetzt sieht und dass es einfach, also das Verliererteam, also dass man nicht das Gruppenbild vom eigenen Team sieht. Nicht mehr sieht. Finde ich nicht so toll. Also wenn die Inklinge und Okulinge sich da so richtig ärgern, das war schon lustig. Oh, jetzt. Oh, wow. Ja, nein. Ja, den habe ich erwischt. Aber der hat mich erwischt. Osseseli. Ah, mit einem warmen Schwapper. Ein Schwapper-Kollege. Och, Menno. Schwapper gegen Schwapper. Warum hat da nicht mal einen Film draus gemacht? Schwapper gegen Schwapper. Also mich... Oi. Naja, gut, es könnte schlimmer sein. Nein, es könnte nicht schlimmer sein. Das ist schlimm. Wahnsinn. Da freuen sie sich ja. Lucas und Camilla und Ozzy. Oh, Camilla. Oh, cool. Die Königin spielt auch mit. Das ist ja witzig. So, ich hab mal mein Outfit gewechselt, weil jetzt wird es schon richtig, richtig warm hier. Während ich das aufnehme, sind schon 30 Grad. Und ich bin ja hier auch in der Sommerfrische. Diese Map hier übrigens, die hasse ich, weil ich hau mich ständig den Kopf an dieser Glasscheibe. Ich denke, da geht's weiter und dann da wo es weitergeht, fällt man von der Map runter. So, ich habe übrigens nicht nur mein Outfit, sondern ich habe auch meine Waffe gewechselt, dass ich den Highhammer habe. Und ihr seht, ich habe hier zwei auf einmal weggesplattet, was mir Feuerwerkskracher beschert, und die will ich natürlich noch loswerden in den letzten Sekunden. Ja, und ich werde weggesplattet und der andere wird weggesplattet und schafiert. Aber wird es reichen? Wird es reichen? Es reicht. Es reicht.
Juhu, es reicht. Jawohl. Schaut euch dieses Winner-Foto an. Ich blende mich mal kurz weg. Jawohl. Bäm. Genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Also, genau so muss es sein. Genau so muss es sein, wenn man gewinnt. Ja, wer gewinnt nicht gerne? Also jeder will gewinnen und die Stufe ist erhöht und der Beitrag und alles, alles, alles richtig, richtig super. Und wir werden ein Superpasta-Fan fortsetzen. Was ich auch gerne mache, während ich warte, ich hänge hier oben gerne rum. Was ich noch vermisse, ist so eine Animation, wo man sich hinsetzen kann. Also wir laufen oder stehen immer nur. Jetzt bin ich runtergefallen. Liegt da ein Wäschekorb? Steht da ein Wäschekorb? Was ist denn das? Hier kann man auch einwerfen. Oh, hier ist aber was ausgelaufen. Also, da sollte sich dringend der Hausmeister mal drum kümmern. Oder ist der Miezerichter auch der Hausmeister? Der Miezerichter, der was ich feiern würde, ist so ein Miezerichter-Amiibo. Dann, ja, wenn man den auch spielen könnte, das wäre natürlich richtig, richtig toll. So, Kampf beginnt. Mal gucken, wie es wird. Ich rück mich da mal ein bisschen ein. Die Leute fragen mich immer, Kip, kann man eigentlich deine Brille kaufen? Also diese Brille da, also diese grüne da, die wo so grün leuchtet, das ist meine Datenbrille. Nein, die kann man natürlich nicht kaufen, das ist ein Einzelexemplar. Aber ihr könnt gerne mal in den Chat. Ihr könnt. Da, diese Stelle habe ich. Ah ne, da fällt man doch nicht runter. Und dann war es eine andere Stelle. Ihr könnt übrigens mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr an Kip-Merch interessiert werdet. Wert. Und ich darf den zwar nicht herstellen, weil ich glaube, ich darf keinen Merch herstellen von einer Figur aus einem Film. Obwohl. Es war ja Escape from Planet Earth 2 geplant und dann haben sie es eingestampft. Also. Das war so ein Fun-Fact aus diesem ganzen Universum, aus diesem Escape from Planet Earth-Universum. Den Film, wo alle sagen, ich habe ihn nicht gesehen, aber irgendwie kommen mir die Figuren bekannt vor. So ein Fun-Fact daraus und den wollte ich hier mal. Oh, wer nennt sich? Die Namen sind ja stellenweise schon echt. Ja, also echt richtig kreativ. Ich warte noch auf jemanden, der X heißt. Ja, dann wissen wir, aha, Elon Musk spielt auch Splatoon. Ja, die Stelle habe ich gemeint. Da denkt man kann da runterspringen, aber man springt dann ganz runter. Ja, unter die Plattform. Schön. Nee, also, nee, also Elon Musk und Splatoon. Nee, also dann würde ich, glaube ich, eine Petition starten, dass der permanent gebannt wird, weil der hat bei uns gar nichts zu suchen. Also wirklich überhaupt nichts. Der Typ macht mich dermaßen aggressiv. Ja, so, F erledigt. Ja, Steuerung F. Drück mal Steuerung F. Wahrscheinlich deswegen. Husten. Husten, wir haben ein Problem. Wir spielen hier übrigens gerade gegen das Team Brot. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, in welchem Team ihr wart, wenn ihr Splatoon spielt oder Splatfest spielt oder was ihr jeden Tag essen könntet. Brot, Reis oder Pasta oder Nudelbrot. So. Cookie. Ja, der Cookie TV ist weg. Cookie TV. Cookie TV hört sich nach etwas an, was es wirklich gibt. Müssen wir gleich mal gucken, ob es einen Cookie TV-Kanal gibt. Da werden dann Cookies gebacken. Ja? So, die letzte Minute läuft, die letzte Minute läuft. Jawohl, und es läuft und es sieht gut aus. Und der Highhammer, der kommt wirklich zur Geltung heute. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, die Gegner wegzusplatten damit. Weil egal was ich mache, ich weiß nicht, was ich genau falsch mache, aber bei dem Highhammer, ich fahre irgendwie damit immer irgendwie in eine Ecke oder irgendwo hin. Gut, das ist bei manchen Maps auch keine Kunst. Weil es ja überall Ecken gibt und alles so verwinkelt ist. Ich würde als Map so eine Art Stadion feiern. Das wäre so ein Splatoon-Stadion. Wo es einfach nur eine große leere Fläche gibt. Und hier eine große leere Fläche gibt. Nichts zum Verstecken, nichts zum. Das wäre mal was. Jawohl, und auch dieser Sieg geht an das Team. Pasta! Pasta la vista! Jawoll!
Eine weitere sehr oft gestellte Frage, wo mich schon tausende von Leuten gefragt haben, also mindestens zwei. Kip, warum heißt du bei Splatoon eigentlich Kip Splat und nicht Kip Supernova? Ganz einfach, ich wollte Kip Supernova eingeben, aber das Wort Supernova ist zu lang. Dann habe ich gedacht, okay, Kip Nova? Nö, Kip Splat, weil er splattet ja. Und was mir dann schon des Öfteren passiert ist, das habe ich gerade gestern erlebt. Ich habe ganz gemütlich auf Gronkh TV einen alten Gronkh-Stream angeguckt. Oder war es ein Gronkh-Video? Nein, es war ein Video, wo er Ori spielt und habe mich mit den Leuten im Chat ein bisschen unterhalten. Und habe dann halt auch erzählt, dass ich ein Science-Fiction-Buch rausgegeben habe. Und dann wurde ich gefragt, bist du Autorin? Das passiert mir öfters. Also auch in der Excel-Community damals, da hat es fast 2 Jahre gedauert, bis die Leute gemerkt haben, ups, der Kipp, das ist ja ein der und keine die. Und das Phänomen habe ich jetzt gestern auch wieder erlebt. Ich glaube, es liegt an dem Nachnamen Kipp Supernova, weil Nova ist ein Mädchenname. Nova heißt ja zum Beispiel das junge Mädchen oder die junge Frau aus Planet der Affen, und zwar aus dem Originalfilm. Und Nova, es gibt ja auch eine Streamerin, wo Nova heißt. Ich glaube, meine ich zu wissen, die hat bei Seven vs. Wild mitgemacht. Und vielleicht liegt es daran. Und nein, die Figur oder die Kunstfigur Kip Supernova ist auch nicht irgendwie non-binary oder irgendetwas. Also Kip, beziehungsweise ich bin eindeutig männlich. Also auch die Kunstfigur, auch die Science-Fiction-Roman-Figur ist also eindeutig männlich, dass das geklärt ist. Das ist ja komischerweise heutzutage so ein Thema mit dem Geschlecht und allem Möglichen. Ist es aber auch verständlich, weil es will ja jeder genauso wahrgenommen werden, wie man ja auch ist. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel die Frage sehe, bist du Autorin, dann sage ich dann schon, nee, ich bin ein Autor. Ne? Also, weil irren kann man sich ja mal. Es gibt ja auch Namen. Die sind beides, also die sind männlich und weiblich, zum Beispiel Taylor. Taylor gibt es als Vor- und als. Ah, oh, das war jetzt erfrischend. Oh. Taylor gibt es ja als Vor- und als Nachnamen. Taylor gibt es für ist ein Männer- und ein Mädchennamen. Genauso wie Luca. Luca gibt es auch als Mädchenname. Und Nova, ja klar, wegen Supernova, dann wahrscheinlich hat man gedacht, dass ich ein Mädchen bin, weil ich habe auch schon gedacht, naja, sieht man Kip nicht, weil Kip ist ja eindeutig männlich, aber das ist, wie gesagt, heutzutage auch nicht mehr so. Man sieht ja auch hier bei Splatoon, man sieht ja auch Jungsnamen, aber weibliche Inklinge und weibliche Oktolinge. Es ist auch so, dass ich weiß nicht, wie es bei anderen Games ist, aber bei Splatoon ist es so, dass man nicht das Geschlecht aussuchen kann, sondern es geht nur noch ums Aussehen. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, wo sagen, hey, ich will weder männlich noch weiblich sein, ich bin neutral, und dann will man einfach nur das Aussehen sich aussuchen, und das ist absolut in Ordnung. So, was nicht in Ordnung ist, ist hier dieses Spiel, weil es sieht. Ich weiß nicht, es ist durchwachsen. Es ist immer noch so 50-50. Ich liebe ja diese Map. Diese Map ist ja traumhaft. Also es ist so eine Urlaubsmap, ja. Mit diesem schönen Wasser drumherum. Und bei Splatfest ist es ja auch immer Nacht, auch, ne? Tag-Nachtwechsel. Und man hat aber keine Zeit, sich das so richtig zu gönnen, weil man halt ständig weggesplattet wird. Und es ist auch sehr unübersichtlich. Jurassic. Ja, oh. Ach so, das ist also aus Jurassic geworden. Er sollte einen Park aufmachen. Ich glaube, das wäre richtig erfolgreich. Ja. Was ich gerne mal machen würde, oh, ich bin so, mach, würde so viele Sachen gerne machen. Ankündigungslot, ja. Dich kriege ich noch. Der El Colmar. Mich kriegt man auch. Ist neben einer Inkling-Modenschau auch so eine Begehung von den Maps. Ich glaube, man kann die Maps auch so besuchen, ohne in den Kampf zu gehen und die sich mal gemütlich anzugucken. Das wäre vielleicht mal was. So, ich glaube, das sieht nach einem Win aus für das Team Reis aus. Yes. Peng. Wir melden uns gleich wieder. So.
Jetzt probiere ich aber wirklich mal eine andere Waffe aus. Ich habe keine Ahnung. So ein bisschen auf die Seite schieben. Ich habe wirklich keine Ahnung. Manchmal ist es echt, läuft es richtig gut, dann läuft es wieder richtig schlecht. Ich probiere jetzt mal diesen Schwabber da aus. Der hat nämlich eine Klecksbombe. Ich bevorzuge ja Waffen, wo man recht schnell recht viel einfärben kann oder wo eine sehr große Reichweite haben, wie mein Blubberschwabber, Schwabberblubberer. Oh, die Dinger hier, diese Uliwaffe, die ist ja auch, die hat mich auch schon oft weggesplattet. Jetzt kriegt's Team Reis, Brot oder was auch immer direkt in your face. Ich habe auch mal meine Gasmaske angezogen, aufgesetzt. Oh, was ich unbedingt brauche, ist hier für den Avatar auch noch eine Gasmaske. Die brauche ich unbedingt noch. Oder auch eine Animation, so wo ich die Brille aufhabe. Weil ich werde ja auch ständig gefragt, Kip, warum hast du dir die Brille eigentlich hier auf? Deine Datenbrille. Nochmal zur Wiederholung oder zur Erinnerung. Diese Brille ist eine Datenbrille, die habe ich bei meinen Missionen, zum Beispiel bei meiner letzten Mission, zum Stern Antares, der dann jetzt explodiert ist. Aber lest dazu bitte das Buch. Ja, also ich will hier nicht spoilern. Ist eine Schutzbrille, aber auch eine Datenbrille mit Augen, also Augenpupillen, Augenbewegungen. Kann man damit dann irgendwelche Dinge steuern? Also das ist richtig, richtig cool. Und zusammen mit meinem Laserboard. Oh, das Laserboard muss ich auch mal vorstellen. Das ist so wie ein. Ist das König der Löwen da hinten? Seht ihr diese Plakate da hinten? Das Gelbe da. Das sieht aus wie Musical-Plakate. König der Löwen Musical. Ja, schön. Also die Updates in Splatoon, die sind ja richtig. Ich glaube, hier auch dieses Notausgangsschild und so. Das gab's doch, glaub ich, vor ein paar Wochen noch gar nicht. So, das habe ich gemeint. Hier kann man die Dinger hier bewegen. Das ist ja mal richtig toll. Die bewegen sich dann. Ist es jetzt eine Wandelzone? Haben sie das für Splat. Also, nee, eine Wandelzone gibt es ja nicht mehr. Oder ist das eine Map, wo auch im normalen Spiel dann irgendwie mit drin ist? Ja, bestimmt, weil es gibt ja keine Wandelzonen mehr. Ja, und natürlich, wenn man die Ulti-Waffe aufgeladen hat, dann wird man weggesplattet. Das ist ja ganz klar. Da rege ich mich auch überhaupt nicht drüber auf, weil es ist ja nur ein Spiel. Und ich mache das ja auch, wenn ich sehe, dass jemandem schon die Tentakelhaare brennen und glühen, dann schnell wegsplatten, weil man will ja nicht. Oh, der Stempel, dieser Stempel. Ah. So, Ulti-Waffe ganz schnell los. So. Ja, aber einfärbtechnisch ist diese Waffe nicht gerade der Renner. Und für alle Leute, die jetzt sagen, nicht die jetzt sagen, die noch nicht wissen, um was es in Splatoon geht, natürlich, letztendlich ist es das Einfärben. Es gibt keine Punkte, wer am meisten wer am meisten weggekillt hat, wer am meisten irgendwie, ja, sondern es geht letztendlich ums Einfärben. Und ich schmeiß hier mal ein paar Klecks. Jawohl, ich hab ihn. I hate not. Ich hasse nicht. Wegerledigt, aber so hat mich wegerledigt. Ja, schön. Toll. Also da rege ich mich jetzt auch überhaupt nicht drüber. Quatsch. Toll. Ja, super. Ja, aber Platz für mehr Feuerkracher. Oh, Lambert. Ja, Lambert, Lombert, es kann nur einen geben. Und da stimme ich zu, es kann nur einen Highlander-Film geben. Aber wir wollen nicht über Highlander sprechen. Lambert ist jetzt weg. Das wird vielleicht Thema in einem nächsten Video. Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht mache ich mal was über Highlander. Es soll ja Leute geben, die sagen, Highlander ist nicht gut. Es werden keine Namen genannt. Und Vencios, falls du das Video bis hierhin angeguckt hast, was ich bezweifle, weil du guckst ja meine Videos jetzt nicht so wirklich an. Aber wenn, dann und du hast bis hierher geschafft, dann schreib mal in den Chat, dann schreib unten in die Kommentare Banane. Dann weiß ich nämlich, dass du es gesehen hast. So, So, die letzten Sekunden. Es sieht wieder sehr gut für das Team Reis aus.
Das ist zum Beispiel hier so eine Map, die würde ich mir gerne mal in Ruhe angucken, weil das sind ja auch Bildschirme und hier ist ja richtig viel los. Das ist eine richtig tolle Map. Also das ist ja richtig, boah, die ist richtig, diese Map ist richtig toll. Die erinnert mich an so große Spielhallen, also jetzt nicht so eine Casinohallen, sondern so Indoor-Spielplatz, wo so richtig, also wo so richtig groß und nicht Spielplatz, oh, wie heißt das? Oder Lasertag oder so. Also so, das gefällt mir ja richtig gut. Ich habe mich ja wirklich in so eine Lasertag-Halle mal verliebt. Ja, die ist neben einem Klimgolf-Halle, wo also wo so im Dunkeln und in so Neonlicht man Minigolf spielen kann. Und da ist eine Lasertag-Arena. Nennt man das Arena oder Halle? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also ich kann mich ja richtig in so Gebäude so richtig verlieben, wo ich dann so, oh, das ist richtig schön, das sieht richtig toll aus. Und eines dieser Gebäude, wo ich also so, oh, das ist zum Beispiel das Olympiastadion. Das Olympiastadion in München. Ja. Marco! Team Reis. Man kann ihn trotzdem spritzig finden. Das ist schon. Oder so Schwimmhallen, die können auch stellenweise also richtig, richtig schön sein. Das ist so. Und die Maps hier in. Ah, hier ist wieder Werbung für König der Löwen. Toll. Und diese Maps, wo für Splatoon entwickelt werden, haben sich diese Hallen da, die sind schon richtig toll. Also da würde ich auch, also das könnte ich mir auch vorstellen, in echt gebaut und da drin dann rumsplatten oder Lasertag spielen oder was auch immer. Was meine Vision ist, das wissen vielleicht nicht viele, aber ich kann ja hier labern, weil das Video guckt ja sowieso kaum jemand an. Deswegen kann ich ja ein bisschen vor mich hin labern. Ist so eine Art Freizeitpark oder Freizeitwasserschwimmpark, wo man im Freien, so im Matsch und im Schlamm spielen und baden kann. Und in einer Halle, so in Schleim und Glibber und alles aber so auf Science Fiction oder Raumstation mäßig aufgebaut. Also das wäre also wenn ich Kohle hätte, wenn ich richtig viel Geld hätte, ich glaube so Slime Planet, das wäre so meine Vision. Ich meine, ich habe auch irgendwo auf Planet Barb auf meiner Homepage, habe ich darüber mal ein bisschen so rumfantasiert über Slime Planet. Ist ja so eine Idee, die ich mit mir rumtrage, aber wie gesagt, mehr wie Geschichten darüber schreiben oder Bilder darüber machen, kann ich eben nicht. Ich kann es nicht in real umsetzen. Dazu fehlt mir die Kohle. Ich habe jetzt gedacht, ich falle von der Map runter. Und wie gesagt, so Raumstation-mäßig, das könnte ich mir schon richtig gut vorstellen. Oder so wie so eine Splatoon-Map. Mit so einem Dome, so einer Kuppel drüber oder so. Irgendwie so. Also, es ist richtig, richtig toll. So, ich bin noch weit von den 1000 Punkten entfernt. Wie gesagt, diese Waffe hier, also die Klecksbombe und die Ulti-Waffe, gefällt mir das irgendwie nicht so dolle, weil man kann eben nicht wirklich einfärben. Da werde ich die Waffe wieder wechseln, weil irgendwie ich kann mit dieser Waffe nicht wirklich was reißen. Und ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich kann schießen und splatten auf die Gegner und die scheinen irgendwie ein unsichtbares Schutzschild zu haben. Aber mich treffen die nur hier, zum Beispiel mit dem Tentakleckser. Treffen die mich nur einmal und ich bin schon weg vom Fenster. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob man das Spiel auch hacken und cheaten kann. Gibt es da auch irgendwelche Betrüger, die dann versuchen oder die irgendwelche Funktionen dann manipulieren können? Ist das bei Splatoon möglich? Also das wäre schon ein dickes Ding. Aber hier, ups, sieht richtig übel aus. Aber ich will natürlich niemandem was vorwerfen. Es kann auch einfach sein, dass die Leute einfach richtig, richtig gute Spieler sind. Gell? Also, ne, weil zum Beispiel diese Airbrush-RG, die spiele ich ja auch sehr oft, aber ich muss gefühlt 1000 Schuss abfeuern, wenn überhaupt ich mal jemanden, einen Gegner dann damit treffe und ich selbst werde gefühlt nur einmal getroffen und bam, bin ich weg. Das ist schon ein bisschen komisch, aber wie gesagt, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch oder die anderen irgendwas richtig. Ja.
Glückwunsch an Team Reis aus. Und wir melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran. Da geht's ja richtig, richtig heftig zur Sache. MM4, das ist ja, ich muss richtig schreien, hier ist es ja richtig, richtig, richtig laut. Oh, aber diese Map, die ist es, die erinnert mich ein bisschen an die Molluskenbude. Die ist es aber nicht, das ist eine andere Bude. Wer es nicht weiß, die Molluskenbude, also eine ganz tolle Map, die mich an so eine Sporthalle irgendwie so erinnert. Ist auch wurscht. Ich spiele zu oft Splatoon, diese normalen Dinger. Ich muss mal wieder ein anderes, wie ein Turmkommando oder so, das muss ich mal spielen. Moment. Ich muss euch was zeigen. Ich muss euch was unbedingt zeigen. Moment! Stopp! Ich spule mal zurück. Wo ist er? Irgendwo war er doch. Wo ist der Kollege? Da sind wir. Und da... Wupp! Na, seht ihr ihn? Seht ihr's? Moment, ich muss da mal hingucken, hinzeigen. Ein anderer Kip. Kip, whip. Ich glaub's nicht. Das ist ja unglaublich. Einfach nicht zu fassen. Von Kip, whip, weggesplittet. Er hat mich nämlich auch schon, oder sie, oder es, oder er, oder was auch immer. Und ich will hier an dieser Stelle keinen Lose, sondern einen Win geben, weil es war ein Kip, wo gewonnen hat. Ihr seht, ich bin überall. Und ihr, zack, 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 jawohl. Verdienter Sieg, da habe ich auch ein Foto davon gemacht. Das kommt ins Erinnerungsalbum. Ich habe festgestellt, das ist jetzt schon der zweite Kip-Spieler oder Spielerin. Also das zweite Kip, wo ich bei Splatoon sehe. Es gibt nämlich auch noch einen anderen Kip, der ist mir leider völlig abhanden gegangen, weil der war immer auf Twitter und Twitter, ihr wisst ja, naja, Twitter, wir wollen diese Twitter-Diskussion jetzt nicht aufmachen wieder. So, ich hab mir mal meine alten Waffe zurück, wo ich besser zurechtkomme. Keine Ahnung, also Kip scheint ein sehr beliebter Name zu sein, aber ihr wisst, es gibt nur einen Kip, Supernova, und das bin ich. Marco sitzt immer noch da gelangweilt rum. Ich guck mich mal da unten ein bisschen um. Seit man auch die Namen bei den Spinden nicht mehr sieht, sind die noch uninteressant. Wer sitzt denn da? Ach, nee! Da sitzt der Venzio. Ganz gemütlich und chillt. Und der Kip darf hier die ganze Arbeit machen. Also, das... Oh, und da spielt schon wieder Kip mit! Ah, das ist ja... Was ist das? Was ist da los? Nein, ich glaub's nicht. Das ist ja ein Ding. Ja, das ist ja ein Ding. Okay, da melde ich mich gleich zurück. Ich habe geschwind was zu erledigen. Moment, bin gleich wieder da. Boah. Nee, also wirklich. Richtig, richtig übel. So, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was hast du während dem Schnitt gemacht? Ich habe nur die Videospur gewechselt. Ich habe gar nichts gemacht sonst. Weil nämlich die Capture Card, die kann immer nur 15 Minuten aufnehmen. Und dann wird eine neue Videodatei generiert. Das heißt, wenn man mit der Capture Card wenn ich mit der Capture... Ja, toll, weggecatcht.
Capture Card aufnimmt, dann ist das nicht so, dass man dann da, was weiß ich, riesige, lange Videos hat, also wenn man 3 Stunden spielt, ein 3-Stunden-Video hat, sondern es wird dann immer in einzelne Videos aufgeteilt. Und wenn ich jetzt bei OBS das im Nachhinein hier vertone oder kommentiere oder wie auch immer, ich muss so schreien, das ist so laut hier drin, ich mache mal den Ton leiser, dann muss man das Video manchmal austauschen oder, ach, ist egal, ich weiß nicht, ob das überhaupt interessant ist. Aber ich kann meinen geliebten grünen Regen wieder regnen lassen. Ja, an der geeigneten Stelle. Am besten über dem Spawnpunkt vom Gegner. So, jawohl. Wetterbericht. Heute wird es heiter und tintig. Ja, und schmierig und schleimig. So, bam, weg. Mal wieder gegenseitig gekillt. Carnage C und K. Die Firma Carnage C und K, also die stellen Fußmatten her bestimmt oder so. Ja. Keine Ahnung, also Fußmatten sind wichtig, ne? Aber jetzt habe ich eine Frage, warum gibt es nur Fußmatten, warum gibt es keine Handmatten? Das ist hier Handshaming irgendwie. Also das finde ich überhaupt nicht gut. So, oh, wieder die Ulti-Waffe aufgeladen, jawoll! Haha! Ach komm, weggesplattet, ist doch mir egal. Von Snickers! Ey, Snickers, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ja? So, die 1000 Punkte sind schon erreicht. Ich habe jetzt eigentlich meine Ziele erreicht. Ich habe Ulti-Waffe abgefeuert. Und es ist Kip, zwar im anderen Team. Also, wenn wir im selben Team wären, das wäre natürlich der Oberknaller. Kip und Kip, ja? Und ich habe die 1000 Punkte erreicht. Also, mir ist jetzt völlig egal, ob da jetzt gewonnen wird oder nicht. Hauptsache, zack, ja. Hauptsache, ich habe meinen eigenen Meilenstein erreicht und Kip ist auch erledigt. Och Menno, jawohl. Ja, das brauchst du nicht jetzt. Das sieht von oben aus wie so eine Landkarte. Rechts Wüste, links grüne Felder. Ein Win für Kip. Ja, hier. So. Sieht aus wie so eine Landkarte. Also links grüne Wälder und Regenwälder und auf der rechten Seite. Die Wüste. Ja. Die rechte Seite ist immer Wüste. Übrigens, aktueller Wetterbericht. Gerade 31 Grad. Richtig, richtig kuschelig warm. Und alles passt da. So. Bis gleich. Manta Maria. Oh, Manta Maria. Ihr seht schon das Video. Das ist total chaotisch hier. Was ich immer gemacht habe vorher, in der Vergangenheit, vor 4 Wochen, dass ich die Splatfeste immer versucht habe zu streamen, also nicht richtig zu streamen, weil ihr wisst ja, ich krieg's ja nicht gebacken, die Switch und die Sneakers und Socken, das irgendwie zu koppeln. Deswegen mache ich immer Aufzeichnungen, mache das dann live und dann, aber ich kann halt auch nicht 4 Stunden lang da sitzen und dann nochmal das kommentieren, was ich schon gespielt habe. Das ist auch irgendwie langweilig. Habe ich einfach ein Video daraus gemacht. Ihr seht das ja schon irgendwie, wenn das Splatfest schon lange rum ist. Aber egal. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Also, ja, das wollte ich sagen. Ich habe jetzt einfach ein Video daraus gemacht, wo ich einfach so die Best-of-Sachen aus dem Spiel vom Splatfest irgendwie versucht habe zusammenzuschneiden und es euch so jetzt zu zeigen. Und wie gesagt, ziemlich chaotisch diesmal. Es sind viel Sachen schiefgelaufen. Ich habe mich oft aufgeregt, weil es einfach viel schiefgelaufen ist. Deswegen zeige ich euch jetzt nur, wenn ich gewinne und wo es gut gelaufen ist. Da, wo es schlecht gelaufen ist, das zeige ich euch einfach nicht. So. Mit der Gasmaske guckt man schon irgendwie richtig böse. Also böser wie sonst, habe ich das Gefühl. Aber die Gasmaske, die hat ja was. Also die hat ja wirklich was. Ne? So, wir sind immer noch super Pasta-Fan. Pasta übrigens mit Tomatensoße oder mit einer anderen Soße. Oder was machen eigentlich die anderen? Die machen nichts. Die geistern hier rum. Also ich persönlich bevorzuge einfach die Tomatensauce und es muss Parmesankäse dazu. Also da muss einfach dazu. Mein Problem ist, dass ich Tomatensauce nicht gut vertrage. Da kriege ich immer so Bauchkrummeln und ich esse das so gerne. Oh, und dann mit Knoblauch noch vielleicht dabei und dann Basilikum. Und also das macht schon richtig Bock. Aber wenn ich so etwas koche oder so etwas esse oder vorhabe zu essen,
dann nehme ich mir danach nie wirklich was vor. Also wo ich jetzt irgendwie wegfahren muss oder so. Weil dann der Durchmarsch kommt bei mir. Oh, guckt euch das an. Oh, dieser Regen. Ah, es ist schon, es ist herrlich. Also ich lieb's. Ich lieb's. Es ist wirklich. Also Splatoon macht einfach immer Spaß. Vor allem, wenn man natürlich gewinnt. Oh, der Kampf beginnt. Immer wenn es so lange lädt. Das ist immer irgendwie verdächtig. Oder Danny ist bei uns im Team. Und Ghost. Und Ocean RT. Linda Lou ist im Gegnerteam. Linda Lou. Keiner, wo das hier jetzt guckt, wird mit dem Namen Linda Lou irgendetwas anfangen können. Googelt einfach mal Sunshine Reggae auf Ibiza. Da gibt es nämlich eine Linda Lou. Alter, eine Figur, wo Linda Lou heißt. So, oh. Apropos Sunshine Reggae auf Ibiza. Okay, bis gleich. So, und wieder da. Aki ist im Gegnerteam und 10er Kampf. Yes, ein 10er Kampf mit Rockhammer in unserem Team. Ey, da kann ja gar nichts schief gehen. Und danach auch auf der Manta Maria. Ja, echt cool. Ja, die splatten wir doch weg, Leute, oder? Oh, guckt euch mal das an bei der Manta Maria. Das ist auch richtig das Meer und in der Ferne sieht man ein Segelschiff und... Okay, bis gleich. Es gibt ja Leute, die regen sich auf, wenn es ständig Disconnects gibt. Nicht Disconnect von meiner Seite, weil mein Internet hier ist wirklich absolut traumhaft. Aber wenn eben andere Leute disconnecten, aus welchem Grund auch immer, aus Absicht oder aus technischen Gründen, und es sind nicht genug Spieler im Team, im Spiel, dann hört eben... Es sagt eben Nintendo, okay, wir brechen das Spiel einfach ab. Das wäre ja auch irgendwie unfair. Es ist ja nicht so, dass mal ein Kip ganz alleine gespielt hat, wo alle disconnected waren. Da ist auch nicht, ich weiß nicht, ob es auch eine zeitliche Begrenzung gibt. Vielleicht ist es so, dass man nur in den ersten paar Sekunden oder, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ärgerlich, weil das wäre jetzt ein 10-Kampf gewesen. Und ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Dass der gewonnen worden wäre. Ah ja, also gut. Dann mal weiter auf der Manta. Wir sind immer noch auf der Manta Maria. Ich schaffe es nicht, darüber zu springen. Aber ich bleibe ganz ruhig. Ich rege mich nicht auf. Das ist ja übrigens so ein Gelübde, wo ich abgelegt habe, als ich mit Splatoon angefangen habe. Das war damals sogar noch Splatoon 1. Ich werde mich nicht aufregen. Ich werde nicht so ein verbissener Spieler, der sagt... der alles kaputt haut, wenn er mal verliert oder wenn etwas nicht klappt. Nein, nein, wir bleiben ganz entspannt und es soll ja auch Spaß machen. Das Spiel selbst ist ja die halbe Miete, das ist ja der halbe Weg. Und man regt sich nicht auf, wenn man ständig weggesplattet wird. Nein, das ist doch schön. Ach, das ist so schön, das ist so erfrischend. Ja, durch einen Schwappwascher. Schwappwascher. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Cool, cool. Ich habe ja auch schon die 500 Punkte überschritten. Das heißt, die 1000 sind auf jeden Fall sicher, weil es ist ja noch genug Zeit. Und wenn die Gegner richtig omnipräsent sind, ist ja auch immer was zum Einfärben da. So, der Sprinkler. So, ich darf es regnen lassen. Juhu. Und. Ja, es regnet. Das macht den Gegner zwar überhaupt nichts aus, weil die anscheinend alle einen Regenschirm haben. Aber ich bin hier gut mit dem Wegkillen gerade. Und habe Feuerwerkskracher eingesammelt. Jawohl, es läuft richtig gut. Ja, juhu. Ja, und die. Toll ist es auch, wenn man jemanden im Team hat, der die Coolkugel hat und wieder jemanden wegsplattet mit dem Feuerwerkskracher. Ja, bestimmt. Und wieder mal mehr Feuerwerkskracher. Jawohl. Und jetzt kann ich es wieder regnen lassen. Ja. Uhuhu. Und ich habe gleich die 1000. Und ich bin schon im Gegner. Ich bin schon im Gegnerareal. Und ich habe die 1000. Ich habe die 1000. Jawohl. Ich hab's. Ich habe eigentlich jetzt schon alles erreicht. Vielleicht Feuerwerkskracher dann doch nochmal abfeuern, weil ich jetzt gleich weggesplattet werde. Oh, ja.
Juhu, Artemis, Artemis. Es hat nichts gebracht, Artemis. Du Bewusstseinszustand mit den Notenschlüsseln, mit den Musiknoten im Namen. Was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Aber das Team Pasta wird hier den Sieg erholen. Jawohl, wir schaffen das. Jawohl. Yes, we can. Und oh, ich muss sie zurückdrängen. Twink Chat. Besser wie Chat lag. Twink Chat. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, du bist dir selber nicht sicher, wie du heißt. Ey, was soll denn das? Das war's. Ja. Ich glaube, das ist gewonnen. Das ist doch eindeutig gewonnen. Das ist eindeutig. Ja! Dab, dab, da, dab, dab, da, dab, da. Jawohl, eindeutig gewonnen. Yes! Ja, da kann man gerne auch mal dazu tanzen und hier einen Breakdance abliefern von Wotzinga oder Basinga. Sehr schön! So, letzte Runde für dieses Video. Das geht ja jetzt auch schon fast eine Stunde. Ich habe gedacht, ich mache über das Splatfest einfach zwei Videos, jeweils rund eine Stunde. Der Best of. Also ich habe euch jetzt ja nicht nur die Siege, sondern auch die Loses gezeigt. Und wie gesagt, die persönlichen Meilensteine sind wichtig. Der Regen, die 1000 Punkte. Natürlich ist es cool, Gegner wegzusplatten, aber ich will auch kein Killer sein, kein Tintenkiller. Übrigens, es wurde mir auch schon zugetragen von Leuten, die meinen Kanal gucken und haben gesagt, ja Kip, du wiederholst dich ja ständig. Du sagst ja fast in jedem Video, oh, ich reg mich nicht auf und ich will ja nicht unbedingt das Splatfest gewinnen. Hauptsache, ich habe meine 1000 Punkte, bla bla bla. Liebe Zuschauer, die das gehört, das ist natürlich eine berechtigte Kritik. Also ich kann das auch nicht leiden. Leute, die wo ständig dasselbe erzählen und immer wieder das Gleiche sagen und dann immer wieder dieselben Stories von ihren Jobs erzählen und dann wieder dieselben Anekdoten und so weiter. Aber man muss bedenken, das ist YouTube und es kann auch sein, dass jemand zum allerersten Mal in seinem ganzen Leben dieses Video sieht oder noch nie etwas über Splatoon gehört oder gesehen hat, das soll es ja geben. Ich habe zum Beispiel gestern in dem Gronkh-Chat, da war auch jemand, der hatte noch nie etwas von dem Spiel Ori gesehen oder gehört. Noch nie, noch gar nicht, nichts, null. Und das Video, wo er da bei Gronkh gesehen hat, das war das allererste Mal, wo er das was über dieses Video gesehen hat. Und so könnte es auch hier sein. Also es könnte auch sein, Leute kommen hier zum ersten Mal rein, die kennen mich nicht, die kennen das Spiel nicht und sollen die dann zum ersten Mal irgendwas Doofes hören oder irgendwie, keine Ahnung, so Zynismus, also was ich ja nicht leiden kann, ist, wenn Leute ernste Fragen stellen und man kriegt irgendwie nur so sarkastische Antworten. Klar, das kann man machen mit Leuten, die man schon länger kennt, aber man sagt so, ey, war die Frage jetzt ernst gemeint, aber das mache ich eben nicht so gerne. Und das muss man auch bedenken, man weiß eben auch nicht, wie alt die Zuschauer sind. Der kann 60 sein oder auch 16 oder auch, keine Ahnung, noch jünger und hat eben einfach noch keine Ahnung. Hat jetzt zum ersten Mal das Internet an und das Erste, was er sieht, ist dann mein Video. Ne? Und dann muss man da schon vorsichtig sein, was man da zuerst zu sehen bekommt. Ja, das ist so eben, um diese Frage zu beantworten. Deswegen. Und ja, und außerdem, ja, nichts außerdem. Das war's schon. Und ich habe jetzt keine Ahnung. Wie war das mit dem Meilenstein? Naja, das war ganz knapp. Das war ganz knapp verloren. Boah, diese Verkleidungen. Diese Verkleidungen. Also, ich hoffe, ich werde hier jetzt nicht von Harry Potter Fans gecancelt, wie man heutzutage sagt. Aber mit Hexen kann ich eben irgendwie überhaupt nichts anfangen. So, dann würde ich sagen, euer neuer Effekt auf das Hemd, ja, das Splatfest-Hemd, das Splatfest-Shirt, wo ich mir immer noch wünsche, dass man Splatfest-Shirts irgendwo in einem Shop kaufen kann, damit man die sich in Real anziehen kann. Das wäre schon richtig toll. Dann würde ich sagen, das war's für heute, das war's für dieses Video. Wir sehen uns dann in Teil 2. Wo sich vielleicht auch mal Venzio bequemt, ein paar Spiele mitzuspielen, ein paar Runden mitzuspielen. Der sitzt ja hier immer nur da. Ja, toll. Und auch mit dem Ergebnis. Das war's.
Wir sehen uns dann. Keep Supernova over and out.